Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema, mal hier die Blende wegmachen, um das Thema Infrastrukturabgabe. So nennt es zumindest die Bundesregierung. Ja, um was geht es? Um die Pkw-Maut. Ja, schaut mal, was da entgegenkommt. Eine weiße Schönheit. Nicht schlecht unter lauter Stinkern. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Naja, gut, die ist ja jetzt hat so mehr oder weniger beschlossen. Ich denke, das wird auch durchgehen jetzt noch durch die letzten Instanzen. Und ich glaube, wahrscheinlich werden die Klagen keinen Erfolg haben, vermute ich jetzt mal. Die da angekündigt wurden von einigen EU-Ländern. Also ich denke nicht, dass das von Erfolg gekürt sein wird. Das wird sich jetzt auch im Laufe dieses Videos erklären, warum. Ja, Infrastrukturabgabe soll ja für die allermeisten erstmal kostenneutral sein. Also, das heißt, für den Anteil an Pkw-Maut, den man dann bezahlen muss für sein Fahrzeug, wird die Kfz-Steuer reduziert. Das Erste, was ich mir gedacht habe, kriege ich dann Kfz-Steuer wieder zurück oder wie ist das dann? Weil für Elektroautos gilt ja im Moment 10 Jahre keine Kfz-Steuer. Ja, so wie ich es gelesen habe, sollen Elektroautos erstmal von dieser Infrastrukturabgabe ausgenommen sein. Also, auf gut Deutsch, da ändert sich jetzt für mich erstmal die nächsten 10 Jahre anscheinend, naja, 10 Jahre nicht mehr, aber 8,5 Jahre erst einmal nichts mehr. So, und danach wird es irgendeine Festsetzung geben. Ja klar, ne? Also ich meine, die können das nicht auf ewig laufen lassen, weil wenn alle Autos mal elektrisch fahren, haben sie ja null Einnahmen. Ne? Geht ja nicht. Ne? Also das ist klar, dass auch die Elektroautos dann irgendwann zahlen müssen. Ne? Das wird jetzt vielleicht die nächsten 5 Jahre noch so sein und dann ist das Thema durch. Ja. Oder bis diese Steuerbefreiung weg ist, aber ich vermute mal schon mal eher. Da kommen wir gleich zu dem großen Knackpunkt. Die meisten Fahrzeuge werden dasselbe bezahlen, einige wenige etwas mehr und einige wenige etwas weniger als jetzt. Wobei das marginal sein wird. Also es wird sowohl in die eine als auch in die andere Richtung wird es marginal der Unterschied sein. Und das genau ist der Knackpunkt, warum das Ding wahrscheinlich durchgeht. Weil eben nicht jeder automatisch die komplette Pkw-Maut erstattet bekommt. So, was ist noch zu sagen? Diese tolle Ankündigung, dass keiner oder dass im Schnitt keiner da mehr drauf zahlt, ist komplett gelogen. Muss man so sagen, es ist eine komplette Lüge. Es wird sicherlich im ersten oder vielleicht auch noch im zweiten Jahr dieser Pkw-Maut noch so sein. Aber spätestens dann, wenn die Pkw-Maut erhöht wird, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, also bei der Lkw-Maut haben wir das ja auch schon, spätestens dann wird jeder mehr bezahlen. Ausnahmslos. Und das ist das, was unsere Politiker im Moment verheimlichen. Ja, wie soll denn diese Pkw-Maut, wie soll es das dann nochmal ausschauen? Im Moment ist ja die Aufgabe vom Bund, eben sich um die Bundesstraßen und um die Autobahnen zu kümmern. Diese Aufgaben werden übertragen an die Länder im Moment. Und so ist es also so, dass also in Bayern zum Beispiel es da Autobahndirektionen gibt. Da gibt es eine Autobahndirektion Nordbayern und eine Autobahndirektion Südbayern. Und dann halt noch einzelne regionale Niederlassungen, in
in anderen Bundesländern ist es ein bisschen anders gegliedert. Da gibt es, glaube ich, keine Direktionen. Ich glaube, das ist nur ein bayerisches Phänomen. Wenn man das Direktion nennt, naja gut, dann kann man einen Direktor benennen. Ne? Der ist halt dann entsprechend hoch besoldet. Naja gut, ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht das ja momentan, wie gesagt, diese Autobahnmeistereien hier in Bayern. Gut, Autobahnmeistereien gibt es überall, aber halt hier die Autobahndirektionen. Und das soll aber geändert werden. Und zwar soll das Ganze als privatwirtschaftliches Unternehmen geführt werden. Die Frage ist jetzt hier nur, ist es ein Unternehmen, das den gesamten, die gesamten Fernstraßen unterhält, oder ist es so wie zum Beispiel in Italien, wo man verschiedene Unternehmen hat, die dann halt jeweilig für einen Abschnitt zuständig sind. Das wird sich zeigen. Das ist ein Plan, das Ganze zu privatisieren, um Kosten zu sparen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn man es privatisiert, muss natürlich derjenige auch Gewinn erwirtschaften. Na gut, könnte man sagen, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Pferd. Funktioniert mehr schlecht als recht. Okay, es wird dann wahrscheinlich so ein Unternehmen sein wie die Deutsche Bahn, das auf dem Papier vielleicht dann privatisiert erscheint, aber dann trotzdem noch in den Staat gehört. Irgend sowas wird es dann sein. Ja. Und natürlich wird dann der Punkt kommen, wo dann diese Gesellschaft sagt, oh, tut mir leid, es reicht nicht das Geld, wir brauchen mehr Geld. Und dann wird die Politik sagen, oh, das tut mir leid, dann müssen wir die Infrastrukturabgabe erhöhen. Und das wird sicherlich dann nach 2-3 Jahren spätestens der Fall sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann eben wird nicht die Kfz-Steuer angepasst. Das könnt ihr vergessen, ne? Die bleibt schön gleich oder wird wahrscheinlich noch erhöht werden für die Stinkerfahrzeuge dann. Ja. Also das ist eine Mogelpackung, die uns da verkauft wird unter dem Mantel, unter dem Deckmantel der Kostenneutralität. Und das ist auch genau der Punkt, warum diese Pkw-Maut vermutlich dann auf EU-Ebene Bestand haben wird. Denn sie ist ja schon durch die EU-Kommission durchgegangen. Und das heißt, vermutlich wird das auch vom Europäischen Gerichtshof Bestand haben. Aber wie es ja schon immer so heißt, ne? Vor Gericht und auf hoher See ist man unter Gottes Gnaden. Ne? Also das kann natürlich doch sein, dass dann ein Gericht dann irgendwas macht. Aber gut. Ja, wie soll das Ganze dann überhaupt ablaufen? So wie ich verstanden habe, gibt es kein Pickerl, so wie bei unseren österreichischen Kollegen. Oder wie in der Schweiz. Oder meine Güte. Oder wie auch immer im Ausland, da ist es ja, glaube ich, wenn man im Ausland fährt, dann fährt man meistens mit so einem tollen Weihnachtsbaum an Aufklebern rum. Ich habe bei meiner Zoe übrigens noch keinen Aufkleber drauf, obwohl ich schon im Ausland war mit ihr. Ich bin da nicht Autobahn gefahren, in Österreich war ich mit ihr und bin ich nicht auf der Autobahn gefahren. Das war mir zu blöd. War auch keine da, wo ich fahren hätte können, sagen wir mal so. Für 2 Kilometer, wo ich dann halt einen Umweg mit auf der Bundesstraße gemacht habe, da hat sie das nicht rentiert. Na, also das war nicht notwendig. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, genau. Also das soll erfasst werden dann angeblich durch Stichproben und Kennzeichennahme, so wie es jetzt schon bei der Lkw-Maut ist. Ob dasselbe System dafür verwendet wird, weiß ich nicht. Also ob man das Troll-Collect-System da verwendet, keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Ne? Aber ich vermute es mal, weil warum sollte man noch ein zusätzliches System aufbauen? Ne? Ja.
Denn der Sinn und Zweck von dem System von Toll Collect ist es ja eben, die Maut zu erfassen, beziehungsweise halt die Fahrzeuge zu erfassen und zu überprüfen, ob sie Maut gezahlt haben oder nicht. Ach, es soll angeblich tatsächlich eine Möglichkeit geben, sich von der Pkw-Maut befreien zu lassen. Und zwar dann, wenn man nachweisen kann, dass man keine mautpflichtigen Straßen mit seinem Pkw befährt. Und das halte ich für mal wieder einen sehr gut gelungenen Schildbürgerstreich, weil das wird de facto so gut wie nie vorkommen. Ja, wenn ich jetzt mir hier die Straße, wo ich jetzt gerade anschaue, falle ich schon mal raus. Das ist nämlich eine Bundesstraße. Zack, schon habe ich die Pkw-Maut an der Backe. Selbst wenn ich jetzt nicht auf der Autobahn fahren würde. Also das ist wahrscheinlich nicht möglich, sich da rausreden zu können. Die Pkw-Maut wird vermutlich von allen bezahlt werden. Ja, ansonsten ist es eine gute Frage, wie man sich dann da herauslegen will. Man muss dann ein Fahrtenbuch führen über die Strecken, die man macht wahrscheinlich, und dann muss man es auch erst einmal vorstrecken und dann halt das Fahrtenbuch dann irgendwie einreichen. Also es ist ein Aufwand, der sich wahrscheinlich für die paar Euro nicht lohnt, muss man klipp und klar sagen. Und man muss schon mal überlegen, wo kann man denn fahren und benutzt keine Bundesstraße und keine Autobahn. Also ich vermute mal, über die Bundesstraße drüber fahren wird man dürfen, also queren, aber halt eben nicht sie benutzen. Und das ist teilweise ja gar nicht möglich. Ne? Also teilweise musst du dann die Bundesstraße nehmen, weil es keine andere Straße gibt. Ne? Also das haben sie schon so schlau gemacht. Ne? Aber gut, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Gegend, wo es Leute gibt, die nicht oder die keine Bundesstraße benutzen und die das Auto nur lokal in der Ortschaft benutzen. Kann ja sein. Ne? Das heißt also, ich sage einmal, mit einem sehr, sehr hohen Anteil werden alle Fahrzeuge mautpflichtig sein. Wie es zu dem Ausland ausschaut, die müssen, glaube ich, kein Pickel. Also habe ich zumindest nicht gehört. Also das soll dann auch über das Kennzeichen laufen. Das wird dann das Kennzeichen erfasst. So wie bei Toll Collect. Oder vielleicht läuft es dann sogar über das Toll Collect System. Weil Toll Collect ist ja jetzt halt nicht der Infrastrukturanbieter, sondern Toll Collect ist ja eigentlich nur ein Unternehmen, das damit beauftragt wurde, eben diese Maut einzutreiben, und könnte man schon vorstellen, dass die dann halt den Auftrag bekommen, das für die Pkw-Maut auch zu machen. Müssen sie halt ein paar mehr Terminals aufstellen. Wenn sie schlau sind, wird man es halt dann vielleicht übers Internet halt dann buchen können. Vielleicht gibt es dann auch eine App. Wie auch immer. Aber das Kennzeichen wird also zu erfassen sein von den ausländischen Fahrern, und die werden halt dann zur Kasse gebeten. Da soll es dann, glaube ich, ähnlich wie in anderen Staaten oder wie in Österreich halt Zeitvignetten geben. Muss man jetzt mal schauen, inwieweit man da die Leute quasi ausquetschen kann. So wie in Österreich zum Beispiel, wenn man 14 Tage in Urlaub fährt, wird man halt ausgequetscht, dass man eine Monatsvignette nehmen muss. Ne? Also das wird da genauso eine Gaunerei geben. Ne? Also das brauchen wir nicht drüber reden, dass das eine Gaunerei ist in Österreich. Ne? Hätten ja auch aus dem 10-Tages-Ticket hätten sie auch 14 Tage machen können oder 15. Ne, um den Leuten entgegenzukommen, die haben ja 2 Wochen in Urlaub gefahren. Aber ein anderes Thema. Ne? Ja. Also wie gesagt, es wird im Laufe der Zeit dann an unser aller Geldbeutel gehen. Und es wird sich zeigen, ob das Ganze dann positiv sich niederschlägt. Und positiv sich niederschlägt, muss man halt einfach sagen, dass dann, so wie es ausschaut, das Geld tatsächlich
zweckgebunden in die Infrastruktur halt dann reinkommt, weil eben diese Betreibergesellschaften davon profitieren. Das ist ein System, das schon, wie gesagt, funktioniert in anderen europäischen Ländern auch ganz gut. Wenn man sich die Autobahnen in anderen Ländern anschaut, muss man, gelinde gesagt, teilweise gestehen, dass die besser beieinander sind wie jetzt unsere in Deutschland. Ungefragt, ne? Ja. Ja, wie seht ihr das Thema Pkw-Maut? Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Nicht vergessen, unterstützt mich bei Patreon. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.